Dies ist ein Chevrolet El Camino aus dem Jahr 1960. Es hat die schönen Kotflügel mit den schönen Rücklichtern. Hier ist der Innenraum, an dem ich gearbeitet habe. Ich habe den Rost vom Boden entfernt und den neuen Teppich verlegt. Ich habe den neuen Sitzbezug und die neuen Sicherheitsgurte eingebaut. Ich habe viele neue Teile am Motor angebracht. Der Motor läuft sehr gut. Ich habe gelernt, so zu malen, dass es wie Rost aussieht. Hier ist das Lenkrad, das ich lackiert habe. Hier ist, woran ich in der letzten Woche so hart gearbeitet habe. Als ich das Auto bekam, war das Fenster nicht eingebaut. Ich habe Teile vom Schrottplatz geholt und sie passend angefertigt. Hier sind einige Stücke, die ich hergestellt habe. Jetzt geht das Fenster auf und ab. Jetzt funktionieren alle Fenster. Hier sind nun die Türverkleidungen, die ich gemacht habe. Ich habe eine Holzplatte genommen und das rote Material aufgeklebt. Jetzt ist hier die andere Seite. Dies ist ein neuer Türgriff zum Öffnen der Tür. Und das ist ein Ziehgriff zum Schließen der Tür. Zuerst setze ich die Blende auf und befestige dann den schwarzen Zuggriff. Hier ist noch mehr Rost, den ich mit sehr guter Rostfarbe lackieren werde. Es wird weiß sein.